So, weiter geht's. Mit dem muss ich sprechen wahrscheinlich. Der hat nämlich die Sonnenbrille wahrscheinlich von dem. Handeln. Ah, hier kriege ich auch goldene Schlüssel. Den nehme ich. Wunderbar. Jetzt muss ich aber noch mit dem sprechen. Oi, kleine Kapitänin. Ahoi, das ist ein Seemannsgruß. Hey, du hast eine Sonnenbrille auf. Jeder Pirat sollte eine Sonnenbrille haben und sich mit Sonnencreme einschmieren. Die Sonne hier draußen kann ganz schön gefährlich sein. Du hast nicht zufällig auch eine für mich, oder? Doch, ich habe einige Sonnenbrillen. Meine neueste hat mir eine Möwe mitgebracht. Das ist die Sonnenbrille, nach der ich suche. Kannst du sie mir geben? Wer glaubst du denn, wer ich bin? Eine Wohltätigkeitsorganisation? Du wirst sie dir verdienen müssen. Willst du um die Wette fahren? Das ist nicht nötig. Du musst mir nur etwas Kupfererz bringen. Es gibt eine Insel voller Mineralien. Ich zeig sie dir, in Ordnung. Perfekt. Jetzt kann ich mein Schweinchen baden. Du willst dein Schweinchen in Kupfer baden lassen? Das ist ein Schweinchen aus Ton, eine Trophäe eines ganz besonderen Rennens. Ich werde es mit etwas Kupfer überziehen und dann sagen, es wäre aus Gold. Das funktioniert immer. Das ist doch aber eine Lüge und du hast mir geholfen. Oh nein, du hast... Oh nein, okay. Ich bin genauso schlimm wie du. Hier hast du deine Sonnenbrille. Ja, das stimmt. So, nein, nicht zur Heimatinsel, sondern nach Quelles. Jetzt haben wir die Sonnenbrille für Onzo, das ist super. Ah, haben wir dem Typen geholfen zu betrügen. Das ist nicht gut. Das Kinder macht das überhaupt. Macht das nicht nach zu Hause. So, erstmal den Müll wieder weghauen. So und so, ich habe deine Sonnenbrille gefunden. Stimmt etwas nicht? Ja, ich habe etwas Schlimmes getan. Ich habe einem Piraten dabei geholfen, zu lügen und zu betrügen. Nun ja, das ist nun mal das, was Piraten machen. Ich hoffe wirklich, dass die Brille dir passt. Vielen Dank, Chor. Und machst du dir wegen den Piraten keine Sorgen? Sie tricksen sich die ganze Zeit gegenseitig aus. Es liegt in der Natur. Es liegt in ihrer Natur, aber ganz bestimmt nicht in deiner. Hier, ich habe heute früh diese Muscheln gefunden. Oh, super. Und eine neue Kleidung. Ah, das Blumenhemd ist natürlich schön mit den pinken Shorts. Und ein Hühnerchen. Oh, wie süß. Jetzt haben wir alle Rucksäcke. Ah, super. Ich mag aber den Turmbeutel. Schön. Oh, ist schick. So, okay, ich brauche noch Kohle. Mache weiter mit Chor abgeschlossen. Okay, Chor, Akaji, Chor, Napopo, Kaleb. Onzo, da kann ich auch gleich mit dem Onzo weitersprechen. Koa, Koa, was ist denn los? Es ist entsetzlich. Meine Uhr ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Beruhig dich erstmal. Es ist so schrecklich. Atme erstmal tief durch. Und dann können wir probieren, eine Lösung zu finden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich bringe sie zu Akaji. Ah, die Frau, die alles reparieren kann. Sag ihr bitte, dass sie vorsichtig sein soll. Wunderbar. Ja, ich weiß echt nicht, wo ich Kohle herkriegen soll. Da bin ich jetzt leicht überfragt. Na gut. Jo, na gut, aber die Akaji kann bestimmt helfen. Also langsam kommen wir echt voran. Ich fände es eigentlich ganz cool. Also mir gefällt das Spiel sehr. Also es ist ein schönes Spiel. Gefällt mir wunderschön. Es ist viel hin und her, muss man sagen. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Im Vergleich zu Dayland ist das ja echt wow. Muss man ganz ehrlich sagen. Die ganzen Inseln hat schon was. Und da war Dayland durchaus ruhiger. Ah, ich habe eine Uhr, die stehen geblieben ist. Kannst du sie reparieren? Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Hm, sie wird von Batterien angetrieben. Batterien? Kleine Stäbchen, die als Energiequelle dienen. Eine uralte Technologie und ziemlich gefährlich. Warum? Wenn Batterien in das Meer gelangen, können sie es stark verschmutzen. Oh Mann, das klingt nach Elite-Technologie. Wir sollten die Batterien gegen eine saubere Batterie ersetzen. Dadurch hält sie auch länger. Ich brauche etwas von diesem seltsamen Metall, das leicht grün leuchtet. Ich kenne eine Insel südlich von hier, da kann man wenig von dem Metall finden. Hier ist die Blaupause für eine Batterie. Bring mir eine und wir können sie zum Laufen bringen. Wunderbar. Batterie habe ich. Wunderbar.
Kein Problem, gib mir einen Moment. Wenn alles gut geht, sollte sie mit der Kontakt einsetzen und mit dem Kontakt verbinden. Fertig. Toll, sie funktioniert wieder. Ich hoffe, dass sie eine Weile. Du bist die Beste. Perfekt. Wunderbar. Reparierte Uhr. Schön. Ab zu Onzo. Jo, ich werde jetzt gleich nochmal die Aufnahme pausieren müssen. Ich bin zwar erst jetzt 5 Minuten in der neuen Aufnahme drin, aber ich muss jetzt ganz dringend mal auf Toilette. Und ich bin schon 1,5 Stunden dabei. Von daher kleine Pinkelpause, dann werde ich einfach weiterschneiden, weitermachen und wir sehen uns dann. Macht's gut, Leute. So, jetzt sind wir wieder zurück. So, jo. Ich muss irgendwie Kohle herkriegen und Ananas. Und ich muss Onzo die Uhr zurückbringen. Gut, und so ist hier unten am Marktplatz. Werde ich auch machen. Jo, gut. Freue ich mich. Es läuft sehr gut voran. Koa, wie spät ist es? Wo warst du? Ich habe deine Uhr reparieren lassen. Oh, wie geschmeidig sich dir zeige. Wieder bewegen. Ich habe sie so vermisst. Ich danke dir sehr. Schau, hier ist das. Schau, hier steht, was das letzte Mal passiert ist, dass meine Uhr stehen geblieben ist. Oder besser gesagt, als eine meiner Vorfahren die Uhr stehen geblieben ist. Er ist nicht dran gestorben, aber schau nur, die ganze Seite ist voll gekritzelt. Er ist ein bisschen verrückt geworden. Wir Katzenkinder fürchten die Zeit. Sie rät uns durch die Klauen, immer schneller und schneller. Aber die Uhr bringt mir inneren Frieden. Wenn ich die Zeige anschaue, vergeht die Zeit langsamer. Es scheint, als ob alles gut gegangen ist. Mein Vorfahr scheint wieder zur Besinnung gekommen zu sein, so wie ich jetzt auch. Natürlich, am Ende geht immer alles gut aus. Das ist die richtige Einstellung, um ein großartiges Abenteurer zu werden. Wunderbar. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, wunderbar. Ich glaube, ich habe... Ach, das ist grausam. Dann machst du einmal das Fenster auf, um ein bisschen Luft reinzulassen. Und dann... Ah, Kackhauptstraße. Jo. Und so abgeschlossen, wunderbar. Bau ein Vogelhaus auf Koas Insel, das machen wir auch. Ich muss gleich nochmal überlegen, wo ich Kohle herkriege. Entschuldigung. Wo ich Kohle herkriege. Aber erstmal baue ich das Vogelhaus. Mal gucken, was ich dafür brauche. So. Nägel. Ach Mist. Da werde ich nochmal zu Akachi gehen müssen. Die Frage ist, schaffe ich das heute noch? Nee. Na gut, kann die Koa nochmal im Boot schlafen. Das macht ja an sich nichts. So, ah, das blaue Hemd sieht super aus. Das Hühnchenhemd. Wunderbar. Okay. Na, Akachi macht um 9 auf. Das ist soweit auch ganz in Ordnung. Ich weiß immer noch nicht, wo man Kohle herkriegt. Aber ist einfach Natur der Dinge. Super. Haben auch wieder was recycelt. Ah, wer könnte mir denn... Ich glaube nicht, dass es die Dunna ist. Ich meine, da hätte ich nachgeguckt. Genau, da habe ich nachgeguckt. Der Lizio verkauft mir auch keine Kohle. Das ist jetzt die Frage. Wo kriegen wir Kohle her? Wie läuft es mit deiner Aufgabe? Kohle kann ich jetzt nicht manuell bauen, ne? Na gut. Okay, die Nägel habe ich. Mhm.
Lieblingsdings, okay. Leinwand. Gut, da muss ich einfach mal die Inseln abklappern. Ich muss sowieso nochmal zur Insel der Ruhe und guck mal zu schauen, ob ich da vielleicht noch ein paar Ananasfrüchte herkriege. Weil ich glaube, bis mein Ananasbaum auf meiner Insel Früchte trägt, werden noch einige Stunden ins Land gehen. Das möchte ich natürlich so gut ich kann beschleunigen. Dementsprechend. Jo. Ich glaube nicht, dass die Marktfrauen Kohle verkaufen. Doch! Oh, perfekt, 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 perfekt. Wunderbar. So, ich muss sowieso noch nach Hause. Dann kann ich auch dort. Trotzdem möchte ich noch mal auf die Insel der Ruhe. Einfach noch mal, um zu schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Ananasfrüchte herkriege. Nö. Ach komm schon, das ist so eine schöne Insel. Und dann muss man da auch noch anfangen und Müll ablegen. Ich hoffe, das ist nicht dein Müll, Moon. Na gut, hier ist nichts. Ach, ärgerlich. Ich schleppe diese Aufgabe viel zu lange mit mir herum. Na gut. Okay, gut. So viel zum Thema. Es dauert noch lange. Alles klar, wunderbar. So. Hier noch was. Und hier noch was. Wunderbar. So, dich fütter ich mal. Zitronen nehme ich mit. Supi. Dann kann ich eigentlich schon mal das eine Fässchen bauen. Das Vogelhaus. Ja, wo will ich denn das Vogelhäuschen bauen? Nicht in die Nähe zu den Bienen. Vielleicht hier hin. Daima hatte recht, ist wirklich wunderschön. Supi. So, was kann das Vogelhaus jetzt? Na gut, ist egal. So, das kann ruhig von mir aus gern noch ein bisschen bleiben. Jetzt brauche ich noch. So, das bringe ich. Suche die Materialien, die Akachi für ihre Arbeit. Okay, muss ich die Akachi bringen? Wahrscheinlich. So, nehme ich nochmal einen Orangensaft. Lecker. Super. Dann geht's der Chor auch wieder gut. Und ab nach Quelles. Jo, wunderbar. Ich muss aufpassen, dass ich heute nicht so lange mache, weil ich ja noch eben die kurze Aufnahmesession mit rein, beziehungsweise die kleine Aufnahme zusammenschnibbeln muss. Aber das kriegen wir schon hin. She can run, she is faster as a lightning or a rainbow. Na gut, hinterfragen wir bitte nicht meine Gesangskünste. Die sind überdurchschnittlich schlecht. Na wunderbar. So. Ich hoffe, den muss ich jetzt nicht Lizio bringen. Okay, jetzt sind wir. Bist du denn sicher, dass die Piraten die Kanonen nicht verbüßen? Das glaube ich ihnen nicht.
Lizio scheint ein guter Mann zu sein. Ja, das stimmt. Okay, fertig. Wie neu. Du bist die Beste. Wunderbar. Wie läuft es mit deiner Aufgabe? Okay, so, kehre zu Lizio zurück. Okay, machen wir weiter mit Akachi. Akachi, Caleb und Lizio. Koa. Okay, wunderbar. Das bedeutet, ich muss jetzt zu Lizio, den Piraten, zurückkehren. Der ist an der Puni-Höhle. Dann kann ich ihm die Kanone bringen. Ich muss nur gucken, woher ich diese Leinwand herkriege für die Napopo. Das wird interessant. So, ich darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich meinen Tank auffüllen muss. Ach, schön. Ich freue mich. Und ich muss ein paar neue Inseln erkunden. Da habe ich jetzt gerade so ein kleines... Weißt du was, das machen wir? Dann fahre ich einfach mal hier hin. Einfach mal gucken. Ich denke mal, wenn wir jetzt ein paar Inseln erkunden, ist das durchaus in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, ist das wirklich Lizio, der hier rumeiert? Alles ist fertig. Sie sehen aus wie neu und glänzen sogar hervorragend. Aber verrate mir eins, was werden wir mit ihnen tun? Hast du die große Statue gesehen, Station gesehen, die überall in Mara aufgetaucht sind? Die mit den sechs Beinen? Wir müssen sie zerstören. Hey, Moment, Moment. Ich mag ja Chaos wie jeder andere Pirat, aber aus welchem Grund willst du das tun? Elites sind böse. Sie vergiften Mara. Das ist ein guter Grund. Aber ich muss zuerst mit den anderen darüber reden. Es findet bald eine Regatta statt. Du musst unbedingt vorbeikommen. Da kannst du dich selbst von diesem Wahnsinn überzeugen. Okay, alles klar. Dann fährst du aber im Gegenzug nach Quelles. Quelles? Nein, dahin kann ich nicht wieder zurück. Ach, komm schon. Akachi hat um deine Hilfe gebeten. Nun gut, wir werden sehen. Erstmal sollten wir uns aus der verbotenen Felsklippe der Piraten treffen. Übrigens solltest du besser Wassermelonen mitbringen, damit dich die Piratenkapitäne mögen. Fertig. Okay, neues Rezept. Besorge 5 Wassermelonen. Hab ich. Na gut, ich möchte trotzdem diesen Ort noch erkunden. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. 5 Wassermelonen. Das ist kein Problem. Stein der Naturgeister. Das klingt interessant. Na gut, dann treffen wir uns mit dem Piratenkapitän. Hier liegt mal wieder Müll. So small, much water, such message. Very bottle, happy human, no throw. Wow, Admiral Zenvius. Admiral Zenvius, Bellox fine. Ich weiß nicht, selbst das Englisch ist so schlecht, dass ich es nicht entziffern kann. Irgendwas mit Geruch und Menschen und ich habe so ein seltsames Gefühl. Oder vielleicht bin ich einfach nur hungrig. Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Kann ich da hoch? Macht es überhaupt Sinn, da hoch zu gehen? Ich will da hoch.
Na gut. Dann sollte ich da nicht hoch. So, das war also der Stein der Naturgeister. Ich weiß noch nicht, warum der Onzo da hin will. Oder warum der hier steht. Na gut. So. Verbotene Felsklippe. Halt. Wo ist der Captain von diesem Boot? Das bin ich, Koa. Freut mich, Koa. Mein Name ist Rigatta. Es tut mir leid, aber ich muss diese Wassermelone beschlagnahmen. Warum? Das ist die Meeres... Was? Das ist die Meeresmaut. Wie lange bist du schon auf dem Meer unterwegs? Naja, schon eine ganze Weile. Genau. Und du hast die Maut nicht bezahlt. Nein. Dann wirst du eine Menge nachzahlen müssen. Die Wassermelonen gehören jetzt mir. Nein, warte. Ich brauche sie, damit die anderen Piraten mich mögen. Wer hat dir so einen Unsinn erzählt? Ich werde dir dabei helfen, sie zu allem zu überreden, was du brauchst. Ich kenne sie sehr gut. Nicht weit von hier gibt es eine Unterwasserhöhle. Hilf mir, mein versunkenes Fernglas zu bergen und du hast meine Ehre und meine Fürsprache. Großartig, wie sieht das Fernglas denn aus? Du wirst es schon erkennen. Suche nach einem Funkeln in der Tiefe. Keine Sorge, du musst es mir nur zurückbringen. Okay. Na denn. Okay, das Boot ist cool. Goldener Schlüssel, Seife, Schatzkarte. So, was willst du denn haben? Taucherbrille, Eimer kannst du haben, Barren des merkwürdigen Metalls, Goldbarren kannst du haben. Na gut, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich weiß, wie ich tauche, danke. Ach ja, die Napopo. Ah, super, ich habe das Fernglas gefunden. Perfekt. So, dann zurück zu den verbotenen Felsklippen. So, wo sind jetzt die anderen Piraten? Da. Hallo, ich würde gerne... Danke. Finde ich gut, dass das klappt. Finde ich super. Hier ist das Fernglas. Was meinst du, wie viel würden sie mir dafür bezahlen? Könntest du es bitte meinem Onkel bringen? Ich werde in der Zwischenzeit die Piraten versammeln. Hm, in Ordnung. Wo ist er? Auf Quelles. Ich weiß nicht, wie gut auf der... Es gibt dort ein einsames Anwesen. Dort. Aquila ist sein Onkel? Ja, es überrascht mich, dass ein kleines Mädchen ihn kennt. Bring ihm das und komm danach zur Felsklippe, wenn du fertig bist. Na gut. Okay. Aquila ist also ihr Onkel, ich verstehe. Na gut. Dann will ich mal, aber ich will vorher nochmal im Boot schlafen. Weil der sowieso erst um 10 aufmacht. So, bringen wir Fernglas zu Akati, Aquila und Arwan. Wunderbar. Dann kann ich mich langsam mit denen vertraut machen. So, ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Part.
Und bis dahin macht's gut, Leute. Tschüssi.